Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Monats-Thrift-Haul, in dem ich euch zeige, was ich diesen Monat so thrifte. Und ich zeige euch das immer im Vlog-Style. Also sobald ich was bekommen habe oder was gekauft habe, dann zeige ich es euch. Und neben mir liegen schon zwei Dinge, zwei mehr oder weniger Baby-Dinge. Einmal ein Buch, nämlich ist das Montessori-Baby. Ich bin jetzt nicht so in dem Montessori-Game drin, aber ich habe das mal auf TikTok gesehen. Mittlerweile habe ich gar kein TikTok mehr. Aber dieses Buch steht jetzt schon länger auf meiner Liste, weil es richtig, richtig gut sein soll. Und die Ansätze da drin auch richtig anders. Richtig anders. Ja, und die Ansätze da drin auch ziemlich cool sein sollen. Also ich bin sehr gespannt, wie das ist. Falls ihr das gelesen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Bei Montessori geht es ja, glaube ich, so ein bisschen um alternative Erziehung. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Also ja, ich, wie gesagt, bin da nicht so drin, aber ich werde mir das mal durchlesen. Und dann habe ich noch etwas für unser Baby jetzt tatsächlich mal. Das erste Spielzeug, das ich in jetzt fast 4 Monaten für unser Kind gekauft habe, weil wir alles gebraucht bekommen haben, entweder von meinen Geschwistern oder von Freunden was geschenkt bekommen haben. Und das ist das erste, was ich gekauft habe. Und im Prinzip brauchen wir jedes Jahr nicht viel Spielzeug. Aber das habe ich angesprochen. Das ist nämlich ein Schlummerotter. Die sind sehr, sehr, sehr beliebt und gibt es derzeit auch nicht auf Amazon oder so. Also sind ausverkauft. Und das beruhigt Babys und Kinder anscheinend sehr beim Schlafen. Und nicht nur Babys und Kinder, sondern auch viele Erwachsene. Also ich habe in den Kommentaren, bei den Rezensionen bei Amazon gesehen, dass ganz viele reingeschrieben haben, ja, dass die erwachsenen Kinder das jetzt auch haben wollten, nachdem es das Baby bekommen hat oder irgendwie so in die Richtung. Und das finde ich cool, denn wenn man da drauf drückt, also man kann Schlaflieder, man kann verschiedene Töne einstellen, auch Schlaflieder und so weiter. Und wenn man da drauf drückt, ich weiß nicht, ob man es hört, der Motor ist recht laut. Aber der atmet und das Coole ist, es bewegt sich auch. Und da, also deswegen habe ich ihn eigentlich gekauft, weil sich das bewegt. Und wenn so ein Baby abends allein im Bett liegt, wacht es gerne auf, wenn ich mich dann aus dem Zimmer schleiche. Aber ich glaube, wenn sich was bewegt daneben, ist das richtig beruhigend. Und ich finde den auch richtig beruhigend. Und er ist richtig süß und flauschig und noch voll schön. Also für das, dass er gebraucht ist, sieht er echt noch ziemlich neu aus. Und das kann man auch waschen. Also er wurde auch gewaschen. Dann gibt es noch was, was gestern gefriftet wurde. Nicht von mir, sondern von Christian. Der hat nämlich bei Willhaben zu verschenken so alte Fronten von so einem Wohnzimmerverschlag, also von so einem Wohnzimmer, riesigen alten Wohnzimmerschrank abgeholt, weil er daraus was für die Bar basteln möchte. Ich werde dann mal rüberschauen, was er für uns, also wir haben in unserem Technikraum eine kleine Bar drin stehen und dafür möchte er was basteln. Ich bin echt gespannt, wie das dann aussieht. Es geht weiter mit dem Thrift Haul. Wir waren nämlich gestern beim Flohmarkt und da haben wir ein paar Dinge gefunden. Wir haben insgesamt um unter 10 Euro eingekauft, aber doch einiges mitgenommen. Ein bisschen Kinderspielzeug, das ist immer super beim Flohmarkt, da gibt es immer ganz, ganz viel. Und da war ein Stand, die haben ganz viel sehr schönes Spielzeug gehabt. Unter anderem diesen wunderschönen Regenbogen. Das ist so ein Holzregenbogen und das sind so einzelne Teile und da kann man dann alles Mögliche draus bauen. Dann geht es weiter, auch noch ein Kinderspielzeug. Mehr oder weniger Kinderspielding, nämlich so ein Sitz für die Badewanne. Das mögen Babys angeblich sehr, sehr gerne. Also setzt man das Baby rein, dann kann es nicht untergehen, also weil es dann da drinnen sitzt. Und dann kann es rumstrampeln und rumspielen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie unserem Kind das gefällt. Der Bogen hat 3 Euro gekostet, das hat 2 Euro gekostet. Dann habe ich noch ein Kleidungsstück gekauft, nämlich einen mehr oder weniger Weihnachtspulli oder so einen winterlichen Pulli. Es ist so ein Dad-Pulli. Ich habe ihn noch gar nicht anprobiert und ich weiß auch nicht, ob er mir passt, aber er hat 1,50 Euro gekostet und ich mag solche Dad-Pullis sehr gerne. Ich werde ihn gleich anprobieren.
Ich zeige euch aber noch vorher, was wir noch gekauft haben. Nämlich hat Christian 3 Singles gekauft, also Schallplatten. Einmal Aha mit Take On Me, dann Man at Work Down Under und Blondie mit Sunday Girl. Hat pro Stück 1 Euro bezahlt. Das war unsere Ausbeute vom Flohmarkt. Ich ziehe mir den Pulli an. Passt. Super. Mag ich. Ich finde solche Pullis immer richtig cool. Solche Oldschool Strickpullis. Ich finde die Ärmel richtig geil. Die sind so richtige Fledermausärmel. Auf jeden Fall ein Erfolg. Kleidung bei Flohmärkten ist auch immer super. Ich muss den unbedingt waschen. Der riecht ein bisschen komisch. Aber Kleidung ist immer sehr billig. Also bei Flohmärkten, es dauert zwar immer, bis man was findet, aber erstens sind immer richtig coole Schätze dabei und zweitens bekommt man Kleidung oft um 50 Cent, 1 Euro bis maximal 2 Euro oder so und das zahlt sich schon aus. Ich ziehe mich gerade zum Sport um, denn ich gehe das erste Mal seit über einem halben Jahr, 7 Monaten, 8 Monaten, ich weiß gar nicht. Ins Fitnessstudio, das erste Mal. Aber ich will euch wieder was zeigen. Ich war nämlich heute im Thrift Store, allerdings mit Baby in der Trage. Das heißt, ich habe meine Dinge, die ich gekauft habe, nicht anprobieren können, aber sie waren so schön, dass ich sie mitnehmen wollte. Und ich zeige euch die mal. Also, das erste Ding, was ich habe, ist eine super, super schöne, sommerliche, so nennt man das Tunika-Bluse? Ich weiß nicht, aber es ist so eine flowy Bluse und sowas habe ich im Sommer gesucht. Und jetzt habe ich es gefunden und dachte mir, ich nehme es mit für den Sommer. Mal sehen, ob die passt. Die Größe ist XL, aber das macht nichts, wenn die so ein bisschen oversized sind. Mag ich das? Also oversized ist sie mal definitiv nicht. Sie passt eigentlich genau. Das Einzige, was ich immer vielleicht seltsam finde, ist diese Abnäher an der Brust. Was soll das? Warum sind die nicht unterhalb? Oder keine Ahnung. Warum ist das immer so? Sieht das seltsam aus? Ich weiß es nicht. Ich drehe sie mal um. Vielleicht sieht es besser aus, wenn die Vorderseite an der Rückseite und die Rückseite an der Vorderseite ist. Aber ich glaube, einfach so für den Sommer zum Drüberwerfen ist schon ganz cool. Nicht besser, gell? Nein. Man merkt, dass da irgendwas nicht passt. Jetzt sehe ich erst, dass es kaputt ist. Ja, okay, das wird eher so ein Zuhause-Ding, aber der Stoff ist sehr angenehm. Also ich glaube, ich werde es schon behalten, weil es einfach so ein Drüberwerf-Ding ist. Und ja, achso, was hat es gekostet? 3 Euro. Dann habe ich noch einen Rock. Daran habe ich tatsächlich die letzten Tage mal gedacht, dass ich gern so einen Rock hätte. Das ist einfach so ein schwarzer, ganz schlichter, ich glaube knielanger Schlauchrock. Er ist vielleicht ein ganz kleines bisschen eng, aber dass ich meine Gebärmutter hoffentlich noch etwas mehr zurückziehe und ich heute ins Fitnessstudio gehe, wird er dann hoffentlich passen. Und ich habe gesehen, er wurde abgenäht. Also er ist innen abgenäht. Sprich, ich könnte den noch etwas weitermachen, wenn ich möchte. Es gibt wieder mehrere Dinge, die ich gefriftet habe, beziehungsweise aus dem offenen Bücherregal auch habe. Ich war nämlich heute dort und habe 2 Bücher mitgenommen. Einmal Gefährliche Ferien, Spanien, unter anderem mit Martin Suter. Also es sind mehrere Geschichten anscheinend von mehreren Autoren und Autorinnen. Und Martin Suter kenne ich und liebe ich und deshalb bin ich darauf aufmerksam geworden. Und weil ich den Bücher vom Diogenes Verlag sowieso immer in die Hand nehmen muss und anschauen muss, weil ich den sehr gerne mag. Und laut Google Recherche ist es gut bewertet, deswegen durfte das mal mit. Und dann noch das ist schon länger im offenen Bücherregal und ich habe schon öfter mal angeschaut, nämlich mit 50 Euro um die Welt. Und diesmal habe ich mal nachgeschaut, ob es gut bewertet ist. Und es ist sehr gut bewertet und deswegen durfte auch das mit. Und ich habe auf Instagram gefragt, ob ihr das Buch kennt und einige haben gesagt, dass es sehr gut ist. Dann war ich auch noch beim Secondhand-Laden und habe 2 Ketten mitgenommen, ganz so
Schlichter, die man so früher getragen hat, so schwarze mit so silbernen Perlen, weil ich auf der Suche nach Silberschmuck bin, weil ich eigentlich nur Goldschmuck trage und ich möchte jetzt wieder ein bisschen mehr Silberschmuck und ich glaube, mit dem richtigen Outfit sieht das schon ganz cool aus. Das ist nur ein Lederband, da fehlt noch ein Anhänger, weil ich dachte zuerst, dass das der Anhänger ist, aber das ist nur der Verschluss. Ja, gut, aber jetzt habe ich zwei solche Ketten. Die haben, was haben die gekostet? Ich glaube, gemeinsam 1 Euro. Ich glaube. Und das Letzte, wieder mal was für unser Kind. Es ist einfach, Kinderzeug Secondhand zu kaufen, ist einfach mehr als schlau. Also ja, deswegen kommen immer wieder mal Kinderdinger. Und zwar einen Schlafsack eigentlich mit Beinen. Also dass das Kind auch, man kann die auch so zuklappen, habe ich gerade gesehen, aber dass das Kind dann, sobald es krabbeln kann, nicht so richtig eingeschränkt ist in seiner Beweglichkeit, sondern dass es dann auch krabbeln kann, wenn es aufwacht. Weil wir haben jetzt mittlerweile auch ein Bodenbett, zumindest haben wir jetzt mal eins so selbst gebaut, das ist im Grunde eigentlich nur ein Lattenrost mit einer Matratze drauf. Man kann auch nur eine Matratze am Boden legen. Und der Sinn dahinter ist, dass wenn Babys krabbeln können, dass sie aus ihrem Bett selbst rauskrabbeln können, ohne dass irgendwas passiert. Und dann auch in ihrem Zimmer zum Beispiel selbst spielen können. Unser Kind schläft natürlich noch bei uns, aber so tagsüber schläft es schon in diesem Bett. Und ich bin gespannt, wie es dann ist, wenn es krabbeln kann. Und dann eben auch einen richtigen Schlafanzug dafür hat. Der hat gekostet 12 Euro. Und was haben die Bücher? Ja, die Bücher haben nichts gekostet, die waren gratis. Es sind wieder ein paar Dinge eingezogen, nämlich durch das letzte YouTube Shorts bzw. Reel, was ich gedreht habe. Da habe ich ein Pinterest-Outfit nachgestylt und das Ganze im Secondhand-Laden gemacht. Und die Dinge haben mir so gut gefallen, dass ich sie gekauft habe. Nämlich einmal einen schwarzen Minirock. Ich blende euch ein, wie das Ganze getragen aussieht. Dann zwei Gürtel, einmal diesen richtig coolen, schönen Kettengürtel, sowas hatte ich noch nie und finde ich aber richtig cool. Und einen schwarzen Gürtel mit silberner Schnalle. Dann noch dieses Crop Top, das ist so ein ganz schlichtes, langärmeliges und hat unten und an den Ärmeln aber so Rüschen. Und das allercoolste, nämlich dieser Ledermantel. Falls ihr meine ganzen Thrift-Videos schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich ein Favor für braune Lederjacken habe und braune Ledermäntel. Ich weiß nicht, irgendwie hat sich das so ergeben, wenn er schwarz gewesen wäre, hätte ich ihn auch gekauft. Aber irgendwie gibt es immer so viele in Braun. Und ich mag das. Ich habe mittlerweile 2 braune kurze Ledermäntel, einen in Rau, einen in Glatt jetzt. Eine Raulederjacke und einen Rauledermantel, der bis zum Boden reicht. Jetzt mit meinem Jogginghosen-Outfit vielleicht nicht so cool, nicht so optimal, aber ich blende, wie gesagt, das Outfit ein oder wie ich das Ganze getragen habe. Aber ich mag das. Ich mag das richtig, das ist auch eine coole Länge und mit dem Minirock passt der super zusammen, weil der Minirock etwas kürzer ist als der Mantel und das finde ich von dem Längenverhältnis sehr schön. Ich poste auch dann immer Outfits auf Instagram, also schaut da gern vorbei. Da heiße ich Herbstallerliebst. Ich verlinke euch das in der Infobox. Ich glaube, das war es jetzt auch mit dem Zeug für Jänner, denn es ist mittlerweile schon Februar. Das habe ich aber noch im Jänner gekauft. Lasst sehr gern einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Oder hinterlasst einen Kommentar oder auch ein Abo. Ich würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao. What they say, come from a place where we pray for better days. Get it how you dig, yeah, that's the only way. Hop off the porch and you make your money play. I think I should drop a house on my necklace, what we're